Herzlich willkommen zurück. Hoffe ich so, in der Schule hat man gesagt, diejenigen, die immer vorher angefangen haben zu lernen und zu arbeiten, das waren so die Streber. Bist du heute gerne ein Streber? Ja, absolut. Gut, ich habe mir jetzt die paar Tage eher, da ich mal Zeit genommen, um mich auf den Trainingsstart vorzubereiten. Ich denke, nach dem bescheidenen Jahr für mich, denke ich, ist das notwendig, um gut vorbereitet in den Trainingsauftakt zu gehen. Trotzdem hast du natürlich abgeschaltet. Erzählst du uns, wo du warst? Wo warst du im Urlaub? Ja, ich habe in erster Linie viel Zeit mit meiner Familie verbracht, weil das natürlich aufgrund des letzten Jahres deutlich auf der Strecke geblieben ist und war dann ein paar Tage in Istanbul, einen Freund besuchen. Bin da ein bisschen runtergekommen. Aber wie gesagt, bin jetzt auch voller Vorfreude schon auf den Start, weil ich im letzten Jahr ja nicht so mitwirken konnte, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Man merkt, es kribbelt bei dir absolut. Du hast ein Spiel noch gemacht, kurz vor der Sommerpause für die U23. Wie war das für dich so im Nachhinein? Ja, es war extrem wichtig, damit ich nach dem Jahr, sage ich mal, persönlich in die Sommerpause gehen konnte. Es hat sich unheimlich gut angefühlt, ein Pflichtspiel zu absolvieren. Waren zwar nur 60 Minuten in der Regionalliga, aber es hat trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht, endlich wieder im Wettkampf zu stehen. Hast lange pausiert, bist so gefühlt ein Neuzugang mit dem Augenzwickern? Ja, kann man sagen, absolut. Ich habe ja im letzten Jahr überhaupt keine Rolle gespielt, was die Bundesliga angeht. Und es war schon anders geplant. Umso mehr bin ich voller Tatendrang für die kommende Saison. Viel Erfolg dir, herzlichen Dank. Ja, danke. Mach's gut, ne?